jedes Mal, wenn ich in GTA 5 sterbe, wird mein Controller verrückter. Und glaubt mir, Freunde, den letzten Controller dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb bleibt bis zum Ende dran, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge GTA 5. So, Leute, wir sind hier endlich in GTA 5 angekommen. Ihr seht, ich fahre hier gerade auf ganz entspannt mit meinem Fahrrad rum. Und es ist gar nicht so einfach, denn ihr könnt es schon sehen an meiner Handcam unten. Ne? Wir spielen hier gerade einfach mal mit dem allerersten Controller. Ich zeige euch das auch mal ganz kurz so ein bisschen in der Kamera. Also das hier ist der ganz normale Standard-Xbox-Controller. Ich denke, den solltet ihr auf jeden Fall alle kennen. Und das ist quasi der allererste Controller, mit dem wir hier starten. Ne? Aber wie gesagt, Freunde, sobald wir sterben, bekommen wir einfach direkt mal einen verrückteren Controller. Deswegen würde ich sagen, fahren wir hier erstmal los. Ich muss auch mal gucken. Warte mal, wie kann ich bremsen? Hallo? Ey, ich weiß nicht, wie ich bremsen kann. Hey! Das gibt's nicht. Leute, ich habe doch noch nicht mal eine Minute mit diesem Controller hier gespielt. Und wir sind einfach direkt gestorben, weil ich nicht wusste, wie ich mit dem Teil bremsen soll. Ich spiele sonst immer mit Maus und Tastatur. Deswegen, ich habe gar nicht gewusst, wie ich das benutzen soll. Aber ich denke, ihr wisst, was das bedeutet. Denn wir bekommen jetzt direkt den nächsten Controller. So, Leute, ihr könnt es sehen. Wir haben einen neuen Controller bekommen. Ey, warte mal, Bruder, was ist das denn? Das ist einfach irgend so ein Mädchen-Controller mit so einem Einhorn drauf. Guckt euch das mal an. Okay, ey, das kann jetzt echt was werden. Ich würde sagen, wir... Hä? Ey, tut mir leid, ich wollte es nicht. Hä, Freunde, wartet mal. Was stimmt mit dem Controller nicht? Hier sind einfach die Tasten komplett vertauscht. Also normalerweise bin ich hier sonst auf dieser Taste gesprintet. Und hier ist einfach Schlagen. Aber Schlagen ist doch eigentlich hier hinten drauf. So, ihr seht, Waffen können wir ausrüsten. Das passt soweit. Zielen können wir auch. Schießen können wir anscheinend auch. Upsi. Das heißt, wir machen jetzt gleich einfach direkt mal die erste Challenge hier mit diesen verrückten Controller. Und zwar werde ich jetzt einfach versuchen, mit diesem Controller hier eine Bank auszurauben. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Ich würde sagen, wir finden es heraus, Leute. Let's go. So, Freunde, ihr seht, ich bin jetzt oben in der Stadt angekommen. Da hinten ist auch gleich schon die Staatsbank, die wir gleich versuchen werden auszurauben. Aber wir brauchen erstmal ein Fluchtauto. Das heißt, wir gucken mal. Können wir hier irgendwas klauen? Ich hoffe mal, die beiden sehen das nicht. Wisst ihr was? Bevor die uns verpetzen, würde ich sagen, machen wir kurz einen Prozess. Ja! Ey, Controller ist gar nicht mal so bad. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Aber egal, wir brauchen erstmal ein Auto. So, ansonsten, hier haben wir so eine Fake-G-Klasse. Und ansonsten, was ist das? Das ist, glaube ich, sogar eine richtige G-Klasse. Lol, das ist so ein G4x4 oder so. Ey, ich muss mal hier ganz kurz gucken, wie das funktioniert jetzt. Weil ich bin mir gar nicht sicher, wie kann ich hier ins Auto einsteigen mit Controller. Nee, das ist Handy aufmache. Ey, ich bin gar nicht durch mit Controller hier. So, mal hier sind die Tasten einfach vertauscht. Okay, warte mal. Ich bin eingestiegen. Ich weiß zwar nicht, mit welcher Taste, aber warte mal. Wie kann ich das Handy wieder zumachen? Was? Notfalldienst? Nein! Ich will keinen Notruf wählen. Nein, ich will... Ich will nicht. Ich glaube, ich habe es zugemacht. Oh. Keine Ahnung wie, aber es hat funktioniert. Oh mein Gott, und ihr seht auch, das Auto ist geisteskrank schnell, Junge. So, ansonsten muss ich auch erstmal ganz kurz jetzt hier klarkommen mit der Steuerung, weil ihr seht, Autos zu lenken hier mit Controller ist ja ganz anders. Aber das Auto fährt sich wenigstens schon mal ganz gut. Das heißt, wir fahren jetzt hier zur Staatsbank, denn die werden wir jetzt versuchen auszurauben. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob das ein Fehler ist. Weil, wie gesagt, sollten wir sterben, müssen wir direkt zum nächsten Controller hier. Und das wird, wie gesagt, immer schlimmer. Deswegen würde ich sagen, parken wir einfach mal das Auto. Ich bin ausgestiegen. Nee, wie ging das nochmal? Hallo? Ah, mit Y. Okay, gut zu wissen. Dann würde ich sagen, rüst mir noch einmal eine coole Waffe aus. Augenzeugen beiseite. Ja, so ein Ding ist das. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ist es an der Zeit für einen Bankraub. Mit einem Controller hier. Und ihr seht doch, ey, der Alarm ist direkt angegangen. Ey, entspannt euch doch. Vor allem jetzt kann niemand. Egal, ich würde sagen, wir ziehen einfach schnell durch. Wir rennen schnell runter zur Staatsbank. Ey, ihr seht, noch haben wir einen Stern. Das wird sich bestimmt gleich ändern. Ja, wir müssen die Kacke irgendwie aufsprengen. Wartet mal, ich nehme einmal hier C4. Ey, das ist echt nicht so einfach mit Controller hier. So, warte, dann machen wir einmal ganz kurz hier C4 an die Tür ran. Bam, da einmal. Kommt, zwei, doppelt hält besser. Und jetzt würde ich sagen, schnell in Deckung. Und... Okay, warte mal. Wie löse ich das denn jetzt aus? Ich habe doch keine Ahnung, wo das hier geht auf dem Controller. Nee. Ah!
Okay, ich hab's gefunden. So, okay, Leute, wir sind jetzt drin, ihr seht's. Aber wir haben schon 2 Sterne. Und das werden gleich noch mehr, denn da hinten ist einfach mal der Safe, den wir gleich komplett leer räumen werden. Hier sind richtig viele Schließfächer. Und da ist auch irgendwie so ein Koffer. Ich glaube, da ist das Geld drin. Das müssen wir uns schnappen. Und plus 5,8 Millionen Dollar. Digga, Leute, wir sind reich. Aber wir haben 5 Sterne. Okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier rauskomme. Ey, bitte komm schon. Ey, wir dürfen jetzt nicht scheitern hier mit Controller. So, komm schon. Hey. Ey, ich bin gleich tot. Junge, hinter mir ist ein Polizist gewesen. Ey, das kann echt gleich sein, dass wir wieder tot sind. Ey, komm schon bitte. Das Geld, das darf jetzt nicht flöten gehen. Ich brauche das doch noch. Okay, komm schnell raus. Ich hoffe, mein Auto steht noch. Ja, es steht noch. Aber ey, hier sind so viele Polizisten rein ins Auto. Nichts wie weg hier, Junge. Beiseite. Ey, ich habe nur noch 1 HP oder so. Wenn die mich noch einmal treffen, bin ich tot. Ey, bitte nicht. Komm schon, ich brauche das Geld. Ich bin arm. Oh nein, hier ist so ein SWAT-Auto. Nein, nein, nein. Nein. Digga, das gibt's nicht, Bro. Aber ihr wisst, was das heißt. Wir kommen jetzt direkt zum nächsten verrückten Controller. Okay, Leute, wir haben den nächsten Controller. Und was ist das denn? Also ihr seht das, also das ist nicht wirklich der Controller, sondern das ist mein Handy, Leute, mit so einer Controller-Halterung. Und auf diesem Handy ist mäßig so ein virtueller Controller. Also ich zeige euch das mal hier in der Kamera. Ihr seht, wir haben hier quasi auch alle Tasten, die wir hier quasi dann so drücken können. So, und ich würde sagen, wir testen das mal. Und zwar, wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, beziehungsweise ich kann auch hier hinten drauf drücken, dann seht ihr, öffnet sich einfach wirklich mal das Waffenmenü. So, jetzt würde ich aber versuchen, Leute, versuchen wir das Wichtigste. Und zwar können wir laufen. Das heißt, wir ziehen das einmal nach vorne. Und ihr seht, es funktioniert. So, ich versuche auch jetzt mal zu ziehen, indem ich auf L drücke. Ihr seht, das geht auch. Wir können ziehen und drehen können wir uns wahrscheinlich dann mit dem Joystick. Ja, ihr seht, Leute, es funktioniert einfach wirklich. Also gut, dann probieren wir das jetzt mal aus. Ihr seht, laufen können wir. Ich glaube, wenn ich einmal drauf drücke, also fester drücke, können wir auch springen. Das geht auch. Umschauen geht an sich auch ganz einfach. Das ist ja an sich ähnlich wie der Xbox-Controller hier. Oh, das war jetzt eigentlich nicht gewollt. Ey, aber was haltet ihr davon? Wir haben ja eben versucht, eine Bank auszurauben. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal versuchen, einen Autoladen auszurauben? Aber ich glaube, ich klaue erstmal euer Auto. Danke, Polizei. Oh, warte. Hier ist nicht so einfach. Chillt mal. Hier kann ich einsteigen. Ah, wartet. Ich hab's! Ja! Hier, auf Wiedersehen, ihr Vollidioten! Ich hab jetzt einfach das Polizeiauto... Also wir sollten echt aufpassen, dass wir nicht zu viel Unfälle bauen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt hier irgendwie zu einem Autoladen. Also ich hoffe, ich kriege das hier hin mit Controller. Aber das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Und wenn ich einen Autoladen gefunden habe, dann würde ich sagen, versuchen wir mal mit diesem Controller hier ein Auto zu klauen. So Leute, ich bin jetzt unten bei einem Autoladen angekommen. Also jetzt würde ich sagen, öffnen wir noch einmal ganz kurz das Waffenmenü und snacken uns hier einmal die Pumpgun. So, ihr seht, Pumpgun habe ich ausgerüstet. Das heißt, ich würde sagen, wir können jetzt einmal hier in den Autoladen rein. Ihr seht, hier stehen überall nur Schmutzautos. Ey, ich hoffe mal, dass er ein cooles Auto hat. Warte mal, was ist das? Das sieht aus wie Lamborghini, Leute. Ey, wenn er jetzt einfach so ein Lamborghini hätte, wäre das ja richtig krass. Okay, warte, wir gehen einmal ganz kurz rein. Er hat doch hier noch irgend so ein oranges Auto, das nehmen wir aber nicht. Ey, ich glaube, wir klauen den Lamborghini. Ich meine, die haben, glaube ich, gerade Mittagspause, deswegen ist ja auch niemand. Aber das ist ja irgendein Lamborghini. Der hat einfach mal so eine Gucci-Folierung drauf. Was geht hier ab, Alter? Nur, ich muss ganz kurz gucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie konnte man jetzt hier einsteigen? Ich glaube, es war entweder der hier oder der. Einer von den beiden, ne? Egal, ich würde sagen, wir probieren den hier, Leute. Und ich glaube, so wie es aussieht, hat es auch funktioniert. Wir sitzen im Auto. Und natürlich geht direkt wieder Alarm an und 5 Sterne. Ich glaube, wir sollten das Auto jetzt lieber schnell klauen. Es tut mir leid, Mann. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Ey, Bruder, ich bin so kacke mit dem Controller. Hallo? Ey, ich kann mit diesem Handy-Controller nicht fahren. Das ist zu kompliziert. Digga. Junge, wir sterben gleich, Leute. Bro, bitte. Fahr. Wir haben das Auto geklaut. Die Bremse, ich warte. Digga, das kann's jetzt nicht sein, oder? Junge, du scheiß Controller! Digga, das ist doch kein Controller. Das ist einfach nur mein Handy mit so einer Halterung, Leute. Und ich sag euch ehrlich, ich bin damit absolut nicht weit gekommen.
Komm, also, ich bin wieder tot. Ja, okay. Ich hab verkackt. Wir haben es nicht geschafft, den Lamborghini zu klauen. Wir haben es auch nicht geschafft, die Bank auszurauben. Und ihr wisst, was das heißt. Es gibt den nächsten verrückten Controller. So, Leute, es ist soweit. Wir haben den neuen Controller. Und Junge, ich sag ja, die Controller werden wirklich nach jedem Tod verrückter. Ich meine, Junge, das kannst du nicht mehr Controller nennen. Das ist einfach irgend so ein Knüppel. Also, ein Knüppel und das war's auch. Wir haben hier noch zwei Tasten. So, und ansonsten haben wir da noch einen und hier auch noch einen Knopf. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, ob wir mit diesem Teil überhaupt laufen können. So, weil ich nehme mal an, das ist nach vorne laufen. Und ihr seht, es funktioniert. Wir laufen nach vorne, indem wir das Ganze nach vorne drücken. Wir gucken mal. Können wir nach rechts laufen? Also, ihr seht, laufen können wir auch nach rechts. Das funktioniert schon mal. So, ich nehme an, links funktioniert auch. Ja, sehr gut. Und zurück, dann wahrscheinlich einfach zurück nach unten den Hebel. Und das funktioniert auch. Okay, jetzt gucken wir mal. Können wir Waffenmenü öffnen? Ich glaube, vielleicht damit. Okay, das funktioniert. Okay, wir switchen mal durch. Einfach, indem wir den Hebel quasi betätigen. Ey, das ist alles so kompliziert hier, Junge. Aber die Frage ist, wie springe ich? Kann ich springen? Warte mal, ich drück mal. Wir können springen, indem wir hier auf diesen Knopf drücken, Leute. Okay. Ich glaube, ich check jetzt ungefähr so, wie das Teil funktioniert. So, Leute. Aber es gibt halt ein Problem. Ihr seht, ich mache den Hebel nach vorne. Wir können laufen. Aber ich habe halt keine Maus. Also, wir können halt wirklich nur laufen, aber halt nicht zielen. So, das heißt, wir sind jetzt wirklich extremst eingeschränkt, weil wir können halt einfach nicht zielen und auch nicht um die Ecken schauen oder so. Also wir sind wirklich extremst eingeschränkt mit diesem verrückten Controller hier. Warum hätte ich jetzt angerufen? Junge, wer ruft mich denn jetzt hier an, Junge? Was soll das denn? Huh? Unbekannte Nummer? Die Frage ist, wie nehme ich das an? Ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken soll. Das geht nicht? Der geht auch nicht? Ey, hallo? Der hier? Ey, die gehen nicht. Der hier vielleicht. Hallo? Wer ist da? Ich möchte anonym bleiben, aber ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir denn helfen? Ich bin nämlich gerade ein bisschen eingeschränkt. Gut, wenn das so ist, werde ich die 15 Millionen wohl jemand anderem geben müssen. 15 Millionen? Oh, Digga, Leute, es geht um 15 Millionen, aber wie soll ich das machen hier mit diesem Teil da? Aber wir haben keine andere Wahl, wir müssen das annehmen. Checkt ihr das? Wir brauchen Geld. Ich bin dabei. Gut, nun fahr zur Militärbasis. Da wirst du ein goldenes Flugzeug sehen. Dieses wirst du klauen und mir übergeben. Ich werde dich bezahlen. Goldenes Flugzeug. Er hat aufgelegt. Okay, ihr habt's gehört, Leute. Wir müssen jetzt hier ein Flugzeug klauen angeblich und bekommen dafür irgendwie 15 Millionen. Nur, es wird ein bisschen schwer, weil ich glaube, Autofahren wird ein bisschen schwer mit dem Steuerknüppel. Flugzeug fliegen hingegen sollte an sich ganz einfach werden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in 5000 Jahren wieder, wenn ich bei der Militärbasis angekommen bin. So, Leute, wir sind hier jetzt bei der Militärbasis angekommen. Da soll jetzt angeblich irgendein goldenes Flugzeug sein, was ich irgendwie klauen soll. Also, keine Ahnung, warum ich das klauen soll. Aber ich meine, wir bekommen dafür 15 Millionen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das. Digga, und es ist auch gar nicht leicht hier zu laufen. Ey, warte mal. Oh, wie wird geschossen? Ey, ich verliere Leben. Ich darf nicht sterben. Ich brauche die Kohle. Lauf, ey. Es ist so kacke, mit diesem Teil zu laufen. Ey, Junge, du musst rechts lang. Rechts. Lauf rechts lang. Wir müssen da rein. Oh nein, nicht gegen die Wand. Ey, das ist so schwer damit. Ey, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Schneller, mach schon. Digga, ich sehe aus, als würde ich irgendwie in der Wand packen, weil das so schwer ist, mit diesem Teil zu laufen, Junge. Ey, komm schon. Wir müssen hier rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir sind jetzt in der Basis drin, ihr seht. Wir haben hier auch direkt 5 Sterne bekommen. Und wir müssen jetzt irgendwie dieses goldene Flugzeug finden. Ich weiß nur, dass ich gleich tot bin. Hallo? Nein, ich will nicht im Kreis laufen. Hallo, nicht im Kreis laufen, Junge. Du bist gleich tot. Mach schneller. Ey, ich muss doch boxen können. Ey, box ihn. Box ihn, ja. Und jetzt renn weiter. Aber nicht im Kreis laufen. Sehr gut. Okay, ich glaube, da vorne steht sogar wirklich irgendein Flugzeug. Ist das Gold? Ist es das? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, oder? Aber nein, ey. Mach nicht mein Flugzeug kaputt. Hallo, ich brauche das noch. Das ist es, Leute. Nein. Ey, hallo, du bist gleich tot. Hallo. So, er kriegt auch eine Bombe. Zack. Und jetzt nichts mehr rein ins Flugzeug. Ich bin drin. Aber wartet mal. Ich glaube, so ein Jet zu fliegen, den fliegt man ja auch wirklich mit so Steuerknüppeln und so Drehdingern und so. Ich glaube, es sollte auf jeden Fall ganz einfach sein. Und die Frage ist, wie heben wir ab? Ich glaube, einfach Steuerknüppel hochziehen. Es geht. Leute. Wir haben's. Aber
Drehung! Wow, Rakete abwehren! Okay, komm schon. Digga, ey, das ist richtig krass. Das ist das erste Mal, dass dieser komische, verrückte Controller einen Vorteil hat, weil ich brauche den halt nur ziehen oder halt in die Richtung machen, wo ich hinfliegen will. Und dann fliegt das Flugzeug halt in die Richtung. Wenn ich zum Beispiel geradeaus fliegen will, drücke ich nach vorne. Wenn ich nach rechts will, dann drücken wir nach rechts. Wenn wir nach links wollen, drücke ich nach links. Oder wenn wir einfach so eine Drehung machen, dann drücke ich die Knöpfe unten einfach. Und dann seht ihr schon, können wir hier richtig easy einfach Flugzeug fliegen, Junge. Oh! Okay, jetzt geben wir Vollgas, denn wir müssen dieses Teil ja diesen komischen anonymen Typen überbringen. Nur es gibt ein Problem. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich das jetzt hinbringen soll. Wir können vielleicht mal kurz aufs Handy schauen, ob er mir was geschrieben hat. Aber Bruder, das geht nicht. Ich habe ganz vergessen, wir haben ja keine Tastatur. Wir können das Handy nicht einfach so öffnen. Ey, das ist wieder ein weiterer Nachteil von diesem komischen Kack-Controller. Was mache ich denn jetzt? Ich will meine 15 Millionen. Warte mal, hallo? Ey, das Flugzeug verliert an Geschwindigkeit. Ey, es gibt kein Gas mehr. Es geht nicht mehr. Leute, ey, sagt nicht, der hat mich verarscht. Ich schwöre es nimmt kein Gas mehr an. Es fliegt einfach nicht mehr. Ey, wir stürzen ab. Ey, bitte, ich will nicht wieder sterben. Ich will nicht noch einen verrückteren Controller. Verrückter geht's doch eigentlich nicht. Ey, macht irgendwas, Freunde, wir stürzen ab. Oh nein, 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 bitte, bitte nicht. Ey, Mann, komm schon, du Kack-Controller, mach irgendwas. Mach irgendwas. Ihr seht, es geht nichts. Oh, mach irgendwas, bitte. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Mann, dieser Steuerknüppel war so gut beim Chatfliegen. Und jetzt haben wir einfach reingekackt, weil wir verarscht wurden und der Chat sich einfach nicht mehr steuern lassen hat. Vielleicht war das sogar Absicht, Mordanschlag auf uns oder so. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, es ist an der Zeit für den nächsten verrückten Controller. So, Leute, wir haben den nächsten verrückten Controller. Controller? Was ist das denn? Junge, das ist doch kein Controller! Vor allem, es ist doch irgendwie dunkel und da unten ist gerade voll die Party. Ich kann mir gerade schon irgendwie denken, was ich damit anstellen soll. Ich meine, Leute, ich zeig's euch auch mal hier ganz kurz in der Cam. Junge, das ist einfach so eine Pistole, so. Wartet mal! Leute! Das Ding funktioniert einfach so. Immer wenn ich mich quasi drehe, ihr seht, dann dreht sich das Spiel einfach mit. Hä? Wie krass ist das denn? Das bedeutet ja, wenn ich jetzt damit nach oben ziele, ey, das geht einfach. Und nach unten? Junge, was? Digga, das geht einfach. Okay, warte mal. Kann ich da jetzt auch irgendwie ins Waffenmenü? Warte mal. Hier ist ein Knopf. Warte mal. Ich mach's mal kurz aus, dass wir uns ingame nicht mitdrehen. Und dann kann ich das einmal ganz kurz hier in der Cam zeigen. Und zwar seht ihr es hier auch nochmal. Wir haben nämlich hier so einen Knopf, den können wir drücken. Und ansonsten ist hier der Abzug, weil ich würde sagen, wir drücken mal drauf. Und ja, ihr seht, dann öffnet sich das Waffenmenü. Warte mal, ich heb das mal ganz kurz an. Mach die Pistole einmal wieder an. So, und wenn ich die jetzt im Kreis drehe, schaut mal. Auch das Waffenmenü dreht sich im Kreis. Hä? So, wir haben jetzt mal die Sniper ausgerüstet. Denn da unten ist ja gerade richtig fett Party. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhab. Und zwar ziele ich jetzt genau auf diese Menschen da. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, müsste ich eigentlich ins Scope reinkommen. Wartet. Und zack. Es hat funktioniert. Digga, es ist so geisteskrank. Was mache ich hier gerade? Okay, wartet. Jetzt muss ich einmal dahin zielen. Bisschen nach oben noch. Sehr nice. Kann ich reinzoomen? Ich drücke mal ganz leicht auf den Abzug. Es geht. Ich habe reingezoomt. Warte, ich mach kurz aus. Indem ich einfach nur so ganz leicht reingedrückt habe, Leute. So, okay, wartet. Und jetzt würde ich sagen, heißt es... Oh mein Gott, oh mein Gott. 3, 2, 1. Aus die Maus. Feuer. Es geht. Warte, der nächste. Und Feuer. Junge. Digga, das ist so geil. Ihr glaubt mir gar nicht. Okay, wartet. Ich gehe noch mal ein bisschen nach unten. Ey, das ist halt ein bisschen verbuggt hier teilweise, weil wenn ich halt die Waffe halt einfach bewege, dann seht ihr, bewegt sich halt das Game auch ganz halt random. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, dann seht ihr, macht das Spiel halt auch. Deswegen würde ich sagen, knallen wir noch ein paar Leute ab. Bam. Und der nächste. Bam. Und links noch einer. Bam. Ah, das war daneben, Digga. Scheiße. Und da ist noch einer. Bam. Vor allem, wie es hier auch einfach gar nicht juckt, dass ich hier einfach Leute abknall. Und ich sehe gerade, wir haben zwei Sterne. Ey, aber wie soll ich denn mit diesem Teil hier wegkommen? Hier, ich kann nicht laufen. Ich kann nur schießen. Hier, Bro, schießen bringt mir nichts. Renn, Junge, mach irgendwas, bitte. Ey, Leute, ich glaube, so wie es aussieht, was ist mit dem Controller? Ey, ich bin abgeschossen. Von wo? Junge, ich muss mich jetzt bis dahin drehen, damit ich das sehe. Warte, wir drehen noch weiter. Das sind die Cops. Das sind die Cops. Jetzt habe ich die Waffe gefühlt selber an meinem eigenen Kopf, weil ich die so einmal im Kreis drehen muss, Junge. Ey, wir sind direkt tot. Wir haben nur noch ein HP.
Oh, Digga, es war so klar, Bro. Hey, Bro, warum? Es hat so Spaß gemacht. Dieser Controller war so nice, dass ich einfach so 1:1 damit schießen konnte. Aber wir konnten damit halt leider nicht wegrennen. Deswegen sind wir gestorben und müssen damit auch zum nächsten verrückten Controller. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt kommt, Leute. Aber egal, ich würde sagen, wir lassen uns an der Stelle einmal überraschen. So, Leute, da ist der nächste verrückte Controller. Junge, ey, was ist das denn? Das ist einfach so ein Kindercontroller. Wie soll ich denn damit GTA 5 spielen? Hä? Ey, Freunde, das kann was werden. Ich meine, wie bewege ich mich denn? Ich nehme mal an hier mit dem Joystick. Ihr seht, wir können uns bewegen. Junge, das Teil macht einfach Geräusche. Aber warte, können wir einsteigen? Ich drück mal einfach irgendwas. Wir steigen ein. Es geht. Mit 1. Aber okay, ich würde sagen, lasst uns mal losfahren. Weil ich weiß auch nicht, wo ich mich befinde. Ich meine, ich kann mich halt nicht umgucken, weil wir keinen zweiten Joystick haben. Ich gebe einfach mal Gas. Oh, Junge, was ist das denn? Leute, wir müssen einfach so eine Rampen-Challenge machen, oder wie das heißt. Mit so Hucken. Ey, nein, ey, ich habe schon voll viel Leben verloren. Ey, ich habe sowas noch nie gemacht. Und gleich gar nicht mit so einem komischen Kindercontroller. Junge, was ist das? Aua, der schöne Lambo. Ey, aber ich sage euch ehrlich, dieser Controller, das ist wirklich mit Abstand einer der verrücktesten Controller, die ich je gespielt habe. Digga, wie funktioniert das? Ich drücke einfach irgendwas, ihr seht. Und ich meine, ihr seht ja auch genau das passiert. Ich meine, wir putzen hier einfach runter mit dem schönen Lamborghini, Junge. Die arme Motorhaube ist schon komplett kaputt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier gerade mache. Ich meine, die Steuerung ist komplett für den Arsch. Dieser komische Kindercontroller. Ach nein. Nein! Mann, Digga. Du Kack-Controller. Was kannst du eigentlich? Ja, weiß und pink. Ja, cool. Weiß und pink. Weiß und pink. Da hast du dein weiß und pink, Junge. Hier. Hier ist dein weiß und pink, Junge. Okay, nein. Wir machen keine Sachen kaputt. Das ist nicht cool, Leute. Aber ich schwöre euch, am liebsten würde ich das Teil jetzt gegen die Wand werfen. Ich meine, das ist wirklich der komischste Controller aller Zeiten, ne? Aber Freunde, kurzer Spaß am Rande wegen diesem Controller hier. Natürlich funktioniert der nicht, weil das ist immer wirklich so ein Baby-Controller. Der hat nicht mal einen Anschluss. Also ihr seht, ich habe euch da einfach eingeblendet, wie ich da mäßig gezockt habe, weil ich fand ihn eigentlich so witzig, dass ich ihn mit ins Video reinnehmen musste. Aber ich glaube, das war's dann auch jetzt mit dem Controller, weil ich bin jetzt das 6. Mal gestorben. Ich kann das langsam nicht mehr, wirklich nicht. Deswegen lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Controller-Video gefeiert habt. Und wenn ihr Bock habt, dass wir das Ganze vielleicht noch mit Tastaturen machen, dann vergesst doch nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, checkt doch einer der beiden Videos hier ab. Ganz viel Spaß damit. Und jetzt würde ich sagen, haut da rein. Ich bin raus. Ciao.